weitergehen, diese Textzeile der Band Lucky Strikes Back könnte auch für die vielen Bildungshungrigen stehen, die ihren Wissensdurst in den Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammer stillen. Ihnen galt auch dieser Abend, dessen Ziel es war, die besten Talente und tüchtigen jungen Menschen hier zu präsentieren. Sie sind es nämlich, die Grundlage für unseren wirtschaftlichen Erfolg bilden in Salzburg und in Österreich. Man kann sich ständig damit beschäftigen, nur Eliten zu fördern und auszubilden, aber letztendlich steht eine Pyramide auch auf einem Fundament und nicht auf dem Spitz. Und ich denke, eine reine Wissensgesellschaft, eine ausschließliche Wissensgesellschaft, wird irgendwann ein Problem bekommen, wenn keine Produktivität dahinter steht. Was der Herr Bonhoeffer gesagt hat, stimmt mit einer kleinen Ausnahme. Ich sehe in den Lehrberufen und in den Lehrlingen auch Eliten. Denn daraus entwickeln sich, wie man sieht, auch unglaubliche Karrieren. Derartige Karrieren warten vielleicht auch auf diese jungen Damen und Herren. Sie haben es ins Finale zur Wahl des Lehrlings des Jahres geschafft, die der Stuhlfeldner Roland Goller für sich entscheiden konnte. Der ehrenamtliche Feuerwehrmann hat beim Verbund eine Doppellehre mit Auszeichnung absolviert. Also ich habe Elektrobetriebstechnik und Maschinenbautechnik gelernt. Habe mich für das entschieden, weil für Technik interessiert habe und die Firma hat den Doppelberuf angeboten. Habe ich für eine gute Option gefunden, zwei Berufe nach vier Lehrjahren und ja, habe das in Angriff genommen und es ist eigentlich aber, hat mir aber mehr Taugen gefangen. Immer mehr getaugt hat der Abend diesen Herrschaften, erst recht als ihre Betriebe zu den besten Lehrbetrieben des Jahres gekürt wurden. Von links Peter Schnabel von der Glaserei Schnabel, Direktor Dietmar Wernitznik vom Hotel Europäischer Hof und Anton Schörkhofer von der Meier & Co. Beschläge GmbH. In der Kategorie Tourismusschulen siegte Elisabeth Salzmann. Die Absolventin der Tourismusschule Bad Hofgastein interessiert sich übrigens auch für Landwirtschaft. Das habe ich auch erkannt im Laufe meiner Schule und deswegen habe ich auch in meiner Maturaarbeit beschrieben, wie wichtig die Zusammenarbeit dieser beiden Wirtschaftszweige ist und dass da die Wertigkeit viel mehr gesteigert werden muss. Eine hohe Wertigkeit hat natürlich auch ein Studium an der Fachhochschule Salzburg. Bester Absolvent wurde Paul Bogdan Bulenzea. In seiner Masterarbeit für eine Brauerei fand er heraus, dass durch die Einbindung von spielerischen Elementen der Erlebniswert bei einem Museumsbesuch steigt und damit auch die Besucherzahlen. Die Auszeichnung motiviert mich weiterzumachen. Ich habe vor kurzem ein Start-up-Unternehmen gegründet und schreibe an einem Buch. Deshalb ist es für mich immer wichtig, eine Bestätigung für meine Arbeit zu bekommen. Eine Bestätigung für seine Arbeit bekam auch Fabian Pelwetzki, der als bester Absolvent der Bauakademie ausgezeichnet wurde. Er entschied sich gegen den Wunsch seiner Eltern für eine Lehre. Meine Eltern sind Akademiker. Und ich war halt recht nicht unbedingt faul, aber ich habe andere Interessen gehabt in meiner Schulzeit und habe mich dann irgendwie für Lehre entscheiden müssen, wobei für mich ganz klar der Maurer am interessantesten war. Heuer absolvierte er die Ausbildung zum Baukaufmann. Bester Absolvent des Technischen Ausbildungszentrums Mitterberg-Hütten wurde Daniel Oberauer, der bei der Preisverleihung leider beruflich verhindert war. Den Titel Bester Absolvent des WiFi Salzburg sicherte sich Christoph Ulrich. Er absolvierte alle Elektronikkurse, die im WiFi angeboten werden. Weil eben das mit meiner Lehre ganz gut zusammenpasst hat, die ich damals gemacht habe, Kommunikationselektronik für Nachrichtenelektronik bei der Skidata. Die Matura-Kurse habe ich alle am WiFi gemacht, Deutsch, Mathe, Englisch, Informatik und die Meisterprüfungskurse nicht, aber die Prüfungen am WiFi. Ja. Die Gewinner des Abends stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass eine gute Ausbildung das beste Fundament für eine berufliche Karriere ist.